1998 kam die erste Generation des Ford Focus auf den Markt. Mittlerweile sind wir beim MK4, wie Ford sagt, das heißt bei der vierten Generation. Und heute stellen wir euch das nagelneue Facelift vor, ja, der vierten Generation. Den Fiesta haben wir euch auch schon mit dem Facelift gezeigt, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Jetzt holen wir das mal noch mit dem Focus nach, wieder natürlich vom Autohaus Storz abgeschnappt. Und heute auch mit der schönen ST-Variante, das heißt der stärkste Focus, den man aktuell so kaufen kann, serienmäßig. Wir werden euch natürlich alles zeigen, was sich exterieurtechnisch geändert hat, interieurtechnisch. Wir fahren natürlich auch eine Runde, was ist besser geworden, was ist vielleicht schlechter geworden, was ist weggefallen. Alles, was ihr einfach zum Facelift des Focus ST oder allgemein auch Focus, wir werden heute, weil das unser erstes Facelift-Video ist, auch ein bisschen über den allgemeinen Focus reden. Alles, was ihr da wissen müsst, werden wir euch heute mitteilen. Und damit begrüße ich euch auch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Black Forest 3.4 aus dem schönen Schwarzwald mit dem nagelneuen Focus. Wenn ihr keine Videos mehr von uns verpassen wollt, dürft ihr uns natürlich gerne abonnieren. Das freut uns. Wir wachsen weiter, können euch immer mehr zeigen. Die Glocke ist für euch da, dann werdet ihr benachrichtigt, sobald wir ein neues Video hochladen, wie über den neuen Focus, der derzeit bei 23.660 Euro startet. Von Haus aus gibt es wie immer bei Ford einen Rabatt. Das startet also theoretisch bei 20.090 Euro. Der ST, der jetzt hier neben mir steht, startet bei 37.650 Euro. Alle Preise, alle Daten, wie immer, ich sage es immer jetzt dazu, zum Drehzeitpunkt hier Ende Februar 2022, damit mir auch ja kein böser Wicht in 6 Monaten kommt, weil sich da preislich was getan hat. Dann startet der Startpreis, also bei diesen 20.090 geht es los bei Cool und Connect. Ja. Trend gibt es aktuell nicht. Und ich glaube, das kommt auch nicht mehr. Also Cool & Connect ist quasi die Basis jetzt beim Focus. Darüber liegt dann Titanium, darüber liegt dann Active und die ST-Line. Und dann gibt es eben noch den richtigen ST, den wir jetzt auch hier stehen haben. Vielleicht kurz was zu den Ausstattungslinien, bevor wir über die Front sprechen, wie wir es immer machen. Es ist so ein bisschen wie beim Fiesta. Die Ausstattungslinie, die ihr so kanntet, das so ein bisschen den Luxus mit reingebracht hat. Die Ausstattungslinie Vignale, die gibt es so nicht mehr, auch beim Fiesta nicht und somit auch beim Focus nicht. Aber es gibt sie eben doch noch. Was möchte uns dieser Mann jetzt sagen? Cool & Connect ist die Einstiegsvariante beim neuen Focus. Da habt ihr auch noch Sync 3, ja, in der Basis. Alle weiteren Ausstattungslinien kommen dann mit dem Sync 4. Und ab Titanium habt ihr dann eben auch die Ausstattungsvarianten-Vielfalt. Das heißt Titanium, Titanium X, da ist dann einfach immer schon mehr an Hausausstattung dabei. Das heißt vielleicht auch mal so ein digitales Cockpit und so weiter ist dann schon mit dabei. Dann gibt es aber noch Titanium Vignale, da sind wir schon bei dem Punkt. Das heißt, ihr habt außen Titanium, ja, auch von dem Grundausstattungskonzept, aber innen dann die luxuriöse Vignale-Ausstattung. Das gleiche gilt dann für Active und auch die ST-Line. Da könnt ihr dann auch sagen, eben normal oder X oder dann Vignale. Und je höher ihr dann natürlich dann geht, desto teurer wird es. Aber je mehr Ausstattung habt ihr dann auch. Beim ST selbst ist das etwas anders. Da haben wir auch ST und STX, aber kein ST-Vignale. Wäre vielleicht auch mal was, was man noch drüber nachdenken könnte. Aber ich persönlich bräuchte es jetzt aktuell noch nicht. Es gibt jetzt, wie gesagt, ST und STX. Was ist beim STX schon mal serienmäßig mit dabei? Nicht nur 18 Zoll, sondern 19 Zoll rote Bremsbacken und das Licht hier vorne. Aber das machen wir ja dann immer an der Front. Und über die sprechen wir auch jetzt, über die neue Front des Focus Facelift. Und das ist zumindest beim Exterieur auch der Punkt, wo man das Facelift am deutlichsten erkennt. Wir haben natürlich viele neue Kühlergrill, ja, beim Cool & Connect und Titanium ist es nochmal ein anderer wie beim Active und beim ST-Line und beim ST natürlich nochmal ein anderer. Wir haben aber insgesamt einfach einen größeren Kühlergrill, in unserem Fall natürlich mit dem ST-Logo, Anthrazit typisch. Und wer hier das Ford-Logo sucht, das ist hier runtergerutscht, finde ich eine coole Sache. Das verleiht dem einfach nochmal ein schöneres und moderneres Gesicht. Das Ford-Logo jetzt hier prägnant auf dem Kühlergrill, ja, und hier ist auf der Motorhaube nichts mehr zu sehen. Dann haben wir trotzdem die ST-typischen Anthrazit-Elemente hier und natürlich auch hier nochmal ein Kühlergrill. Das ist der
der Sensor für die ganzen Assistenzsysteme. Und wir haben auch hier natürlich wieder so ein paar Lufteinlässe, die hier quasi so ein bisschen gefaked sind, ja, aber das dem trotzdem natürlich so einen etwas sportlicheren Touch gibt. Wandern wir hier zum Hauptteil, das sind die Scheinwerfer. Jetzt beim neuen Focus, also nicht nur ST, sondern allgemein Focus, serienmäßig LED-Licht, kein Halogenscheinwerfer mehr, Pluspunkt. Optional kann man dann immer auf Matrix-LED-Lichtscheinwerfer upgraden, beim STX ist das schon serienmäßig. Und das funktioniert auch wirklich gut, sieht auch schicker aus, das. Früher hatten wir als höchste Ausstattungslinie oder als höchste Ausstattung beim Licht den adaptiven LED-Scheinwerfer vom Ford. Und der hat ja dann so ein dynamisches Fließblinker, das ist weggefallen. Das wird hier das Tagfahrlicht ist, das ist hier auch der Blinker. Ich finde es schön, ja? Muss ich wirklich sagen, dieses LED-Fließband braucht man nicht. Das ist cool und modern. Allgemein der Scheinwerfer so schön abgedunkelt und der Matrix-LED-Lichtscheinwerfer ist eine Sache, die mir besonders gut gefällt. Und wie gesagt, es funktioniert auch sehr gut. Und jetzt kommt aber auch schon immer wieder ihr ins Spiel. Und zwar, wenn wir hier vorne reden, da bringe ich das immer schon mit. Schreibt doch gerne schon mal drunter, was ihr zum Design des neuen Focus so sagt. An der Seite mixen wir wieder so ein bisschen, weil das, wie gesagt, unser erstes Video ist zwischen ST-spezifischen Dingen und normalem Focus. Aber ich verspreche euch, ihr bekommt das gedanklich hin. Erstmal ST-spezifisch, es gibt natürlich weiterhin die Anti-Lag-Funktion, elektrisches Sperrdifferenzial, es gibt weiterhin das Performance-Paket, das man dazu bestellen kann mit Rennstreckenmodus, interaktivem Fahrwerk, Launch-Control und so weiter und so fort. Ja. Unter Schlaglocherkennung, also das kann man weiterhin natürlich bestellen und dann wie gesagt STX ist dann eben die 19 Zoll Felge hier und die roten Bremsbacken, die man hier ganz gut sieht, schon serienmäßig, das geht beim ST normal aktuell noch nicht, also man hat dann einfach keine roten Bremsbacken und die 19 Zoll stehen auch nicht zur Auswahl, dort hat man dann 18 Zoll. Wenn wir jetzt schon bei der Bereifung sind, gehen wir nochmal so einen Mix ein mit dem normalen Fokus, dort startet es wie gesagt bei 16 Zoll und insgesamt upgraden kann man auf 19 Zoll, die wir jetzt hier eben haben beim ST. Dann gibt es für den ST 6 Farben, für den normalen Fokus 8 Farben zum Auswählen, das sind nochmal andere Farben. Zum Teil wie jetzt beim normalen normalen Fokus. Wir haben nämlich jetzt hier das Agate Black, ja, ausgeschrieben Agate Black. Das ist halt einfach das Schwarz. Ich meine, das gibt es auch für den normalen Fokus. Das Performance Blue, was wir vom ST kannten und euch auch beim Diesel gezeigt haben, das gibt es leider nicht mehr. Dafür gibt es das Mean Green Metallic, das ist quasi das Grün, was wir euch beim Puma ST gezeigt haben, das jetzt eben auch hier beim neuen Fiesta ST und beim neuen Focus ST Einzug erhält. Ja. Und das gibt es jetzt hier auch beim Focus und das ist auch die teuerste Farbe, glaube ich, kostet ein Tausender extra. Sieht ganz cool aus, gibt es auch für den Kombi. Ja. Es gibt ja auch weiterhin den ST Kombi und auch allgemein den Focus Kombi und auch dieses Grün kann man dann bestellen. Da bin ich mal gespannt, wer so mutig ist und sich einen grünen Kombi kauft. Denn bei dem normalen würde ich das definitiv auch cool finden, vielleicht sogar machen, weil es auch eben das Performance Blue nicht mehr gibt. Aber beim Kombi ist das schon eine mutige Sache. Geht mal im Konfigurator und nimmt den STX Kombi, also Turnier, und macht den grün. Sieht schon witzig aus. Aber nochmal einen kurzen Aspekt zu den Farben. Wie gesagt, beim normalen normalen Focus gibt es ja dieses Grün zum Beispiel auch nicht. Ja, da gibt es dann andere Farben, auch schöne Blautöne, die es dann wiederum hier nicht gibt. Generell 8 Farben normal, wenn ihr jetzt das normale Fokus, wenn euch der mehr interessiert und ST halt eben 6 Farben. Wir versuchen aber definitiv und ich glaube mit dem Outdoor Storz haben wir auch einen guten Partner, wo wir euch da nochmal einen normalen Fokus vorstellen können. Vielleicht aber auch ein Active. Wir werden mal sehen. Dann gibt es weiterhin, jetzt bei dem macht es natürlich keinen Sinn, aber weiterhin, wenn ihr jetzt zum Beispiel den grünen habt, die Möglichkeit, die Spiegel und das Dach schwarz zu machen. Aber was man auch sagen muss, weiterhin leider nicht kombinierbar mit dem Panoramadach. Also entweder oder. Ne? Panoramadach geht bei jeder Ausstattung, also auch bei Cool & Connect und auch bei Titanium und was weiß ich. Beziehungsweise bei Cool & Connect bin ich mir gar nicht sicher, aber ab Titanium auf jeden Fall. Und beim ST spezifisch geht das auch, aber nicht in Kombination mit dem schwarzen Dach und den schwarzen Spiegeln. Was ich schade finde, weil das geht bei manch anderen natürlich schon. Abgedunkelte Scheiben und ansonsten gibt es hier an der Seite, glaube ich, auch erstmal nichts zu erzählen, was lohnenswert wäre. Am Heck möchte man fast sagen, hat sich erstmal nichts geändert, das ist aber so nicht ganz richtig. Was irgendwie cool geblieben ist, ist dieser schöne ST-Spoiler, ja, der hier nochmal schön hochgeht, aerodynamisch wirkt und halt einfach auch ein schönes Bild abgibt. Abgedunkelte Scheiben natürlich dann auch hier hinten und dann eben zum
großen Veränderungspunkt, wenn es auch vielleicht dem einen oder anderen erst gar nicht auffallen mag. Die Rückleuchte, also das Design ist einfach geändert. Das ist ein LED-Rückleuchte, ja. Und das ist jetzt so ein geschlossener Kreis im Prinzip. Das war ja beim Vor-Facelift nicht so. Ford, eine Frage habe ich ja. Warum? Es ist weiterhin ein normaler Blinker mit Birnchentechnik. Ja. Mittlerweile ist die Konkurrenz ja doch sehr hoch beim Focus ST und die meisten haben LED-Blinker und ich weiß, vielen von euch ist es auch nicht wichtig und man sagt ja auch, der Ausbau bzw. der Wechsel ist dann einfach günstiger, aber LEDs sollten halt auch nicht kaputt gehen, deswegen könnten sie jetzt mal upgraden auf LED-Blinker. Ja. Aber gut, Hyundai E30N, wo wir euch neulich vorgestellt haben, auch noch. Hallo, normale Birnchentechnik. Eine Rückfahrkamera gibt es auch. Auch die ist weiterhin außenstehend. Ja, klappt nicht ein. Das heißt, sie verdreckt halt ganz gern bei so einem Wetter. ST-Logo haben wir hier natürlich. Und dann hier diesen Diffusor mit zwei echten Endrohren. Ja, also da ist nichts fake. Gott sei Dank. Und ja, das ist schon mal ein sehr guter Fakt. Wie er sich anhört, werdet ihr natürlich im Laufe des Videos auch noch feststellen. Vielleicht hört er auch einfach jetzt kurz noch rein. Dann ein Punkt zum Kofferraum. Ja. Wir haben jetzt hier, weil wir den normalen Fünftürer haben, keine elektrische Heckklappe. Das war auch früher so. Beim Turnier habt ihr aber natürlich die Möglichkeit, eine elektrische Heckklappe dazu zu bestellen, aufpreispflichtig. Hier jetzt in den Fünftürer gehen 477 Liter rein, sei denn ihr möchtet ein bisschen mehr Kofferraumvolumen, dann ist das möglich. Dann klappt ihr einfach die Rückbank um und dann gehen 1354 Liter rein. Wir haben hier eine hohe Ladekante, ja, also da geht es auch schon nochmal runter. Und dann haben wir hier unten drunter aber auch nochmal so ein bisschen Platz, was reinzulegen. Ja. Ihr seht auch gerade ein Detail, das passt also. Und dann geht es auch schon zum Thema, hat noch gereicht, oder? Ja, hat noch gereicht. Zum Thema Anhängelast, das wollt ihr auch immer wissen. Auch das ist beim ST möglich. 750 Kilo mit einem Hänger ohne eigene Bremsanlage, sollte er dies haben, sind bis zu 1600 Kilo möglich. Sprechen wir über die Motorisierungen, die es beim neuen Focus gibt. Und ihr habt richtig gehört, wir reden über alle Motorisierungen. Ich komme euch da ein bisschen entgegen. Wenn wir normal den ST hätten, würden wir nur über den ST-Motor sprechen. Heute, weil, wie gesagt, das erste Video ist vom Facelift, nenne ich euch alle Motorisierungen. Und da gibt es Lob und tatsächlich aber auch Kritik zugleich und die kommt auch von meiner Seite. Fangen wir mal mit den Benzinern an, da geht es los mit einem 100 PS Motorisierung, darüber liegt eine 125 PS Motorisierung und dann haben wir aber auch den 280er natürlich weiterhin, das ist der ST. Beim Diesel gibt es einen 120 PS Motor und dann gibt es noch zwei Hybridmotorisierungen, 125 PS und 155 PS, ja, Mildhybrid. Wer also jetzt folgerichtig zugehört hat, wird bemerkt haben, dass zwei Motorisierungen fehlen. Und das sind zwei Dieselmotoren. 150 PS, ein 2-Liter Motor und einmal noch den ST tatsächlich mit 190 PS. Und die gibt es leider nicht mehr. Und deswegen sage ich Lob und Kritik. Lob an einer Stelle mal, dass wir überhaupt noch einen Dieselmotor haben. Wir haben den 150er, den 120er, weil viele andere Firmen lassen den Diesel ja komplett raus. Ja? Den wird es nicht mehr geben, den haben sie rausgestrichen. Ja? Ford hat natürlich jetzt trotzdem ein Angebot. Das heißt, man kann weiterhin beim Focus einen Diesel wählen. Gut, schlecht, weil wir den 150er mit einer normalen Motorisierung nicht mehr haben, den viele mochten, ja, weil einfach ein 2-Liter Vierzylinder war und kein Dreizylinder wie manche Benziner beim Focus. Und klar, auch der ST, ja, mit 190 PS Diesel wäre meine Wahl. Klar, der Benziner ST macht ein bisschen mehr Spaß. Der ist lauter, das ist ein cooler Kompaktsportler. Ich mag den auch sehr. Aber ich würde halt den Diesel nehmen, weil ich da einfach ein Gesamtbild abdecke, das für mich passender ist, mit sparsam, Spaß und trotzdem cooles Design. Und den gibt es jetzt nicht mehr, finde ich sehr, sehr schade, dass das gerade bei einem Facelift so ist, weil ja da sich doch meistens nicht so viel verändert. Bei einer neuen Generation hätte ich es zwar auch blöd gefunden, aber eher noch verstanden. Klar, es sind die ganzen Richtlinien, aber es ist trotzdem sehr schade. Noch ein Punkt zu den Getriebevarianten bei dem normalen Focus 6-Gang-Schalter oder dann 8-Gang-Automatik beim ST. Auch natürlich 6-Gang-Schaltung oder halt dann 7-Gang-Automatik. Unserer ist natürlich der bekannte 2,3 Liter EcoBoost mit 280 PS, 25 Newtonmeter, 5,7 Sekunden auf 100 und bei 250 ist dann Schluss. Ja, Freunde, dann nochmal, wir haben ja gerade über die Motoren gesprochen und da fällt uns ein Lob nochmal ein und ein Kritikpunkt. Der Lob ist, ich ziehe zweimal und ich kann die Motorhaube öffnen,
an welcher Stelle ich auch möchte. Das erleichtert das Leben einfach ein bisschen. Der Kritikpunkt kommt dann an dieser Stelle. Wir haben keinen Haubenlift, sondern so ein Gestänge. Ich meine, das hatten wir auch beim Vorfacelift, aber man kann sich auch verbessern. Aber auf der anderen Seite, der neue Golf 8 hat es auch so. Mit 8 Litern ist er kombiniert angegeben, 183 Gramm CO2 stößt er auf einem Kilometer aus. Und dann fragt er uns ja auch immer, was wir verbrauchen. 8 Liter ist er angegeben, hatte ich gerade gesagt, ist fast zu schaffen. Ich habe mal, spaßhalber mal, bin ich so 20 Kilometer wirklich mal sparsam gefahren. Autobahn, Landstraße, wir haben hier alles in der Nähe, können wir alles abdecken. Dann sind 8,3 möglich gewesen. Aber dann, wer rät es, hat man keinen Spaß. Ne? Und wenn man den ST, der gerade jetzt auch den Benziner hier gerne auch mal im Rennstrecken- oder Sportmodus benutzt, Serpentinen auslädt und einfach halt Spaß hat und das Auto dafür nutzt, für was es da ist, dann ist der Verbrauch halt dann über 10 Liter. Bevor wir in den Innenraum gehen, immer den Schlüssel. Autohaus Storz hat uns freundlicherweise 2 Schlüssel zur Verfügung gestellt. Dann können wir euch gleichzeitig die Rückseite zeigen, wo auch der Schlüsselbart drin ist und dann die Frontseite des Schlüssels öffnen, schließen und einmal den Kofferraum leicht öffnen. Im Kombifall natürlich dann auch elektrisch öffnen. Wir haben jetzt das optionale Keyless Go-System. Das bedeutet, auf diesen Riffelungen hier oben oder auch hier unten, ja, gerade wie man es möchte, verriegelt man das Fahrzeug, Spiegelklappen ein. Leider weiterhin auch hier hinten nicht. Ja, finde ich ein bisschen schade. Das heißt, ich muss halt immer wieder nach vorne da reingreifen und dann ist das Fahrzeug auch offen. Aber ich gehe natürlich jetzt trotzdem rein und zeige euch den Innenraum. Dann begrüßen wir euch ganz herzlich natürlich auch hier im Innenraum und ihr habt ihn zwar schon im Detail gesehen, aber wir müssen jetzt natürlich exklusiv über diesen Sitz sprechen. Das ist, wie man unschwer erkennen kann, ein sehr sportlicher Sitz, ja, aber man erkenne kein Recaro-Sitz mehr. Das ist beim Fiesta so und das ist jetzt auch beim Focus ST so. Ford macht die Sitze jetzt selbst. Kein Recaro-Sitz mehr, sondern ein Ford Performance-Sitz, ja. Schade ist natürlich, dass wir die Kopfstütze nicht selber noch einstellen können von der Höhe. Das ist für große Personen wie mich immer ein bisschen schade. Aber wenn man diesen Fakt mal außen vor lässt, ist das ein perfekter Sitz. Einfach von der Materialanmutung, vom Aussehen her und einfach auch von der Bequemlichkeit und vom Nutzen ist es einfach ein perfekter Sportsitz. Wir haben nämlich großen Seitenhalt. Wir haben hier großen Seitenhalt. Wir können diesen Teil hier nochmal verstellen. Wir haben Leder-Alcantara-Mix, rotes Stitching, sieht sehr schön aus. Elektrische Sitzverstellung, Sitzheizung trotzdem möglich und wie gesagt trotzdem bequem. Also großes Lob für diesen Sitz. Noch perfekter wäre es, wenn man die Kopfstütze einstellen könnte, dann gäbe es nichts mehr auszusetzen. Eine Ford Performance Einstiegsleiste gibt es auch. Zur Tür. Wir haben hier oben unterschäumte Materialien. Das ist also alles weich. Man sieht die Kante auch ganz gut. Ab hier ist es Hartkunststoff. Auch hier alles schön weich. Hier dieses typische ST-Zierelement, was so ein bisschen in die Carbon-Richtung geht. Und das Fach hier ist ausgekleidet mit Stoff. Und man hat natürlich auch weiterhin die Möglichkeit, hier die B&O-Anlage dazu zu bestellen. Das haben wir jetzt hier auch gemacht, würde ich euch auch empfehlen. Und dann geht es auch schon rein. Ja, dann zeige ich euch nämlich den restlichen Innenraum. Ich habe zwar schon ein paar Sachen am Exterior gespoilert, aber jetzt nochmal im Detail. Das Dashboard ist schön unterschäumt. Wir haben hier ein Head-Up-Display, allerdings wieder mit der Scheibe, sprechen wir nachher noch drüber. Dann hier, wie gesagt, unterschäumt. Dann wieder hier diese Zierleiste, die man vom ST kennt. Das hier ist noch weich, hier dann wieder hart. Ja. Aber hier, wo das Knie anschlagen kann, schön weich gepolstert. Ja. Das heißt, da schlägt nichts an. Das heißt, der Materialmix insgesamt gefällt mir hier klassentypisch sehr gut. Und dann eben jetzt ein Punkt zum Head-Up-Display. Das hatte ich ja schon bemängelt beim Vorfacelift und das ist halt echt nicht so gut. Ich mag die ja allgemein nicht mit der Extrascheibe, weil das erstens blöd aussieht, aber das Design spielt ja nicht so eine große Rolle wie die Funktionalität. Ich kann mir zwar an diesem Head-Up-Display alles anzeigen lassen, das ist sehr gut und wird auch schön klar dargestellt und ich kann mir sogar die Breite, wie es angezeigt werden soll, da einstellen. Das heißt, ich habe es mir jetzt einigermaßen schmal eingestellt, dann sehe ich das auch sehr gut. Aber gerade für große Personen ist dieses Head-Up-Display nicht so gut geeignet, ja, weil
man muss sich das jetzt in meiner Körpergröße von 1,85 und seid ihr größer natürlich noch weiter runter, sehr tief einstellen und dann ist das quasi schon so auf der Motorhaube draufgeklatscht. Und Sinn ist es ja eigentlich, dass es quasi so schwebt, ja, und man quasi schön auf die Fahrbahn gucken kann. Wenn ich jetzt fahre und ich würde dieses Head-Up-Display quasi begutachten wollen, dann muss ich wieder so meinen Blick leicht nach unten schweben lassen auf die Motorhaube und dann sehe ich ja schon wieder nicht, was hier beim Verkehrsgeschehen ist und dann ist es ja quasi das Ziel verfehlt. Ich mag den Focus ST sehr, es bringt aber nichts, wenn wir Dinge schönreden und ich finde das Head-Up-Display einfach zwar cool gemacht, weil das einfach alles anzeigt, aber mir persönlich als große Person bringt es nichts und deswegen würde ich es auch nicht dazu bestellen. Wenn wir es da mal an die Scheibe direkt projizieren lassen, wäre das ein kluger Schachzug fort. Dann zum Lenkrad. Wir haben natürlich das ST-Lenkrad, ja, hier mit dem ST-Stitching, ST-roten Zierleisten, schön hier perforiert, fasst sich gut an. Alles schön und gut. Wir haben hier lauter leiser, oben drüber dann alles um die Assistenz, ja, adaptive Assistenz. Wir haben jetzt hier beim neuen Focus alles an Assistenten, was derzeit möglich ist. Adaptiver Tempomat, übernimmt die Verkehrszeichen, Spurhalteassistent, alles Mögliche. Und hier können wir dann den Bordcomputer einstellen, direkt den Sportmodus und allgemein die Fahrmodi dann ändern. Das war auch schon beim Punkt, wenn ihr dann mal in das digitale Cockpit schauen wollt. Wie gesagt, jetzt beim ST ja dann serienmäßig, ja, kommt aber dann auch je nach Ausstattungslinie schon serienmäßig mit dazu. Bei Cool & Connect ist es natürlich noch nicht dabei und ich glaube auch bei Titanium noch nicht, erst bei Titanium X dann. Das ist 12,3 Zoll groß, seht ihr jetzt auch, da kann man sich diverse Sachen anzeigen lassen, den Bordcomputer oder die Assistenz jetzt, wie ich es hier habe. Und das ändert sich farblich dann auch nochmal je nach Fahrmodi. Aber es ist eine schöne Darstellung, das kennen wir jetzt auch von Ford. Und ja, das war allerdings, meine ich, also haben wir euch ja neulich jetzt erst den Focus ST Edition vorgestellt und der hat ja auch digitales Cockpit. Ja. Das ist jetzt nicht diese große Neuheit, die wir hier beim Innenraum erleben. Das kommt dann erst beim Infotainment-System. Und über das werden wir jetzt auch sprechen. Dann zum großen Punkt des Innenraums beim neuen Ford Focus, das Infotainment-System. Gefällt mir richtig gut, ja, schön großer Bildschirm und zwar Sync 4. Allerdings bei Cool & Connect natürlich weiterhin Sync 3, 8 Zoll. Erst dann ab Titanium kann man dann den 13 Zoll großen Bildschirm hier haben mit Sync 4. Und das bringt dann auch Apple CarPlay, Android Auto kabellos mit sich und sieht halt eben schön aus. Die Klimabedieneinheit ist eben auch hier hochgewandert, kennen wir vom Mustang Mach-E schon leicht, haben wir euch auch vorgestellt. Und ist jetzt eben alles hier steuerbar. Ich finde es gelungen. Ja. Ford hat das gut umgesetzt. Wir haben hier alles schön zentral. Hier das Home-Display, ja, mit den Kacheln, hier die Navigation. Und Ford sagt, man braucht nie lange zum irgendwas verstellen. Ja. Also man muss sich jetzt nicht durch 100 Menüführungen bewegen. Ich zeige euch das jetzt mal anhand des Fahrmodis. Das ist auch so ein Punkt, der eigentlich schon am längsten geht. Das sind 3 Klicks. Ja. 2, bis wir im Menü sind und dann kann ich hier eben nochmal den Fahrmodi wählen und dann sehen wir auch hier mit dem Bildchen immer schön, in welchem Modus wir sind. Finde ich auch eine coole Sache, wie sie das gemacht haben. Ja, einfach so ein bisschen Liebe. Hier bei Rutschig kommen Regentropfen. Also das ist halt einfach, so, solche Dinge liebe ich. Ja. Dann haben wir aber auch die Karte, die wir euch ja immer zeigen. Ja. Da seht ihr auch schon hier die Splitscreen-Option, dass wir trotzdem mehrere Sachen hier haben. Wir zeigen euch auch einmal noch die Geschwindigkeit. Klar, Ranzoom bringt jetzt hier nichts mehr, aber wenn ich jetzt hier so rauszoome, geht das auch sehr schnell. Das ist also kein Problem, ja, auch wenn ich wieder reinzoome. Jetzt weiß ich nicht, ob das schon die 3D-Anzeige ist. Ja, das war die 3D-Anzeige. Dann kann man noch zwischen Norden oben und hier normal im 2D wechseln und dann halt hier so ein bisschen leicht geneigt in die 3D-Anzeige. Also mir gefällt das Betriebssystem Sync 4. Es ist auch nochmal schneller wie das Sync 3. Genau, also ich finde es sehr schön. Man kann natürlich alles einstellen. Ja. Hier sind wir in den Fahrzeugeinstellungen. Die Assistenz kann man sich auch einstellen, wie man es möchte. Also das ist ein schöner Punkt. Und wie gesagt, Apple CarPlay, Android Auto kabellos ist natürlich auch ein nicht zu verachtender Punkt, der natürlich auch für viele positiv ist. Ja. Genau. Dann wandern wir weiter runter. Wir haben den Wandblinkertaste schön mittig, dann hier die Klimadüsen. Die Klimaverstellmöglichkeit ist, wie gesagt, ins Infotainment-Menü gewandert. Dann haben wir hier jetzt eben nur noch die Tasten für den Parkassistenten, Start-Stopp-Automatik, Frontscheiben, Gebläse. Wir haben aber weiterhin natürlich Ford-typisch auch eine Frontscheibenheizung und ESP kann man hier auch ausschalten. Drehregelchen haben wir trotzdem weiterhin. Sehr, sehr schön. Und hier den Startknopf, ja, auch in roter Absetzung. Gefällt mir einfach gut. Dann haben wir unten drunter induktive Ladestation. Auch da ein Lob. Das ist schön eingepackt, schön gummiert. Das heißt, da fliegt nichts rum. Das Handy bleibt also, selbst wenn man auf die Rennstrecke geht, stabil da drin.
Und wir haben hier vorne alles zur Verfügung, 12 Volt, USB-A und USB-C, auch da wieder ein Lob an Ford. Also es gibt halt einfach alles und ich denke, da findet jeder seinen Anschluss. Mehr gibt es ja auch nicht. Dann haben wir hier das Schaltgetriebe, in unserem Fall ja auch mit roten Absetzungen, 6-Gang Schaltgetriebe, man kann aber auch Automatik wählen. Da sind dann auch ein bisschen mehr Assistenten zur Verfügung, deswegen ich würde das Automatik wählen. Elektrische Fahrbremse mit Auto-Hold-Funktion und ein Cup-Holder, den man sich von der Größe natürlich verstellen kann. Ja. Das ist hier auch eine coole Sache. Da ist auch ein bisschen Ambientebeleuchtung drin. Ansonsten haben wir ja nicht viel Ambientebeleuchtung beim Focus. Dann hier auch noch ein gummiertes Ablagefach. Dann noch was zur Armauflage. Die kann man sich nicht in der Länge, auch nicht von der Höhe einstellen. Aber trotzdem haben wir hier so ein Zwischenfach, das man nochmal rausnehmen kann. Und dann haben wir hier nochmal ein großes Ablagefach, wo man eigentlich auch nochmal gut was unterbringt. Ja. Genau, lege ich das wieder hier rein. Mach zu und dann wisst ihr, es geht schon ums Thema Platzangebot. Ich habe den schönen Sportsitz hier auf der tiefsten Anstellung. Kein Panoramadach, aber hier ist auch noch ein bisschen mehr wie handbreit Platz. Die Faust passt, ihr seht es von der Seite besser, nicht mehr dazwischen. Aber auch so habe ich keine Platzprobleme. Ich sitze hier sehr bequem drin, habe genügend Platz. Wenn ihr natürlich 2 Meter groß seid und das Panoramadach wollt, wird es wahrscheinlich eine enge Nummer. Müsst ihr dann mal Probe sitzen beim Händler des Vertrauens. Dann herzlich willkommen auch hier im Fond des Focus ST. Hier kann man auch noch ein paar Dinge erzählen. Ich fange erstmal mit der Kritik an. Und zwar bei der Türverkleidung. Die Materialien hier hinten sind halt einfach schlechter. Wir haben hier Hartkunststoff, überall ist es hart. Nur noch die Armauflage per se. Weit unten ist dann hier weich, aber ansonsten Hartkunststoff. Finde ich sehr, sehr schade, gerade beim ST. Ist auch beim Vor-Facelift so gewesen. Hätten sie beim Facelift jetzt besser machen können. Man lerne aus Fehlern. Ich habe mir aber sagen lassen von einem Zuschauer von uns, dass bei der Vignale-Ausstattung, also früher halt Vignale, das wird also jetzt bei dem Vignale-Zusatz so sein, dass da eben die Türverschäumung dann auch hinten besser ist. Aber man bedenke, dass beim STR keine Vignale-Ausstattung zur Verfügung steht. Das heißt, hier ist das leider nicht so. Und ich finde, gerade beim ST, wo man ja doch ein bisschen mehr bezahlt, könnten sie das ruhig machen. Schreibt mal drunter, ob ihr das genauso seht. Was wir aber haben, ist natürlich der gleiche Stoff beim Sitz, ja. Auch mit diesen roten Zierelementen. Wir haben Isofix an den äußeren Sitzplätzen, wir haben vor den Sitzen, also hinter den Sitzen quasi, aber vor uns so Netze. Und wir haben auch hier nochmal einen USB-C und einen USB-A-Anschluss. Das finde ich eine coole Sache, damit man beide Anschlüsse hat. Und von dem her passt das hier. Wir haben aber keine Lüftung, ne? Das ist mir auch gerade aufgefallen. Wir haben hier keine Lüftungsdüse, die man hier sich verstellen kann. Aber was wir haben, ist eine Durchreiche für Ski- und Anglerfreunde. Wir haben eine weiche Armauflage, 2 Cupholder, sehr gut. Was ich immer ein bisschen kritisiere, schöner ist es, wenn sie so in der Mitte sind oder vorne rausklappbar sind. Weil ihr stellt euch vor, ihr stellt jetzt hier so 2 Dosen hin oder 2 Flaschen und ihr wollt zusätzlich euren Arm auflegen. Das geht natürlich nicht mehr, ja? Sein, ihr legt euren Arm so auf. Aber natürlich, das geht nicht mehr. Schauen wir uns nochmal das Platzangebot an. Die Sitzfläche als solche ist gerade so ausreichend, ja, dass man hier auch zu dritt gut sitzen kann. Der Mitteltunnel ist auch nicht allzu groß, also das geht auch noch in Ordnung. Ich würde es hier also dennoch mal für 2 bis 3 Stunden zu dritt hier aushalten, aber dann ist natürlich zu viert insgesamt wieder einfach bequemer. Ein Punkt fehlt aber natürlich noch, und zwar das Platzangebot. Ja. Ihr wisst, den Sitz habe ich auf mich eingestellt. Ihr seht, hier ist genügend Platz, auch zur Tür. Von der Kopffreiheit ist es so, dass ich hier anstoße. Ja. Nur ganz leicht, also ich sitze hier schon noch bequem, aber alles, was natürlich größer ist als meine 1,85, stößt hier natürlich direkt an. Und wir haben noch gar nicht das Panoramadach verbaut. Da kann ich jetzt allerdings mich nicht mehr erinnern, wie das beim Vor-Facelift war, wird sich aber natürlich nicht geändert haben. Ich sitze jetzt hier, wie gesagt, noch bequem. Solltet ihr eine Familie haben, wo alle Leute über 1,85 sind, dann wird es natürlich schwierig. Ansonsten heißt es, die größeren Personen nach vorne. Und da gehen wir jetzt auch wieder hin und zeigen euch, wie er sich fährt. Dann herzlich willkommen zum Feindruck des neuen Ford Focus, in dem Fall ST. Und dann zeigen wir euch natürlich wie immer den Rückwärtsgang mit der verbundenen Rückfahrkamera. Und durch den größeren Display haben wir natürlich auch einen größeren Blick auf die Rückfahrkamera. Die Darstellung ist nicht die beste, aber am Tag ist das völlig ausreichend. Die Linien lenken auch mit. Ja, das passt soweit. Beim Fahreindruck ist es natürlich jetzt schon so, dass wir euch natürlich jetzt nicht über den normalen Fokus berichten können. Also assistenztechnisch, klar, ist das dasselbe, was wir nachher auf der Autobahn machen.
sei denn, ihr habt natürlich die Automatikversion, da sind ein paar Sachen wie Stauassistent und so weiter mehr möglich. Ja. Das ist jetzt hier nicht möglich mit dem Schalter, ist aber auch irgendwo logisch. Aber ich meinte jetzt eher so Dinge mit dem Komfort. Ich meine, der Komfort ist natürlich beim ST ein ganz anderer und auch die Fahrdynamik als jetzt beim normalen Focus, wenn ihr jetzt den Turnier nimmt, sagt es mir doch bitte, den Titanium, genau, wie jetzt hier beim ST. Ja, ist aber, denke ich, auch klar, ihr seid ja nicht blöd, ihr wisst das selber. Wir werden aber versuchen, euch, wie gesagt, noch mindestens einen normalen vorzustellen, wobei ich vorhabe, auch wie beim letzten Fokus, euch den Turnier normal, nochmal hier einen normalen vorzustellen und vielleicht nochmal den ST-Turnier. Aber wir werden sehen, was die Zeit bringt. Wir werden jetzt anfangen mit der Rundumsicht, die ist beim Fokus für mich eigentlich unverändert. Wir sehen vorne gut raus, ja. Wir sehen auch hinten gut raus, ja. Klar, es bleibt eine C-Säule hinten, ja, wo man dann mal einen toten Winkel hat. Ich denke, das hat jedes Auto, aber das kann man mit Assistenz, Spiegeln und dem eigenen Kopf auch ausmerzen. Und da kommen wir zu einem Punkt. Wir haben jetzt hier dann auch den toten Winkel am Start, den wir euch dann nachher auch auf der Autobahn zeigen können. Jetzt geht es noch mal kurz um das Thema Komfort. Und da wiederhole ich mich wahrscheinlich, wenn ihr jetzt das Hyundai E30N Video geguckt habt oder auch ein anderes oder vielleicht sogar schon mal das Focus ST Video, aber im Prinzip ist es halt auch das Gleiche. Es ist ein Kompaktsportler, das heißt, wir haben hier einfach ein härteres Fahrwerk. Ja, das heißt, er dämpft nicht ganz so gut ab wie jetzt ein normaler Focus. Das heißt, wir kriegen einfach die Straße lebendiger mit. Das wollen wir aber auch ein bisschen beim ST. Ja. Wir haben hier die großen 19 Zoll Felgen, wir haben hier einfach das sportliche Fahrwerk. Und das kriegen wir an mancher Stelle auch gut mit, gerade wenn mal so eine härtere Bodenwelle ist. Aber Ford bekommt das eigentlich ganz gut hin, ja? Auch mit der Schlaglocherkennung und so weiter, dass wir trotz dieses sportlichen Fahrwerks, wo wir dann auch schön um die Kurven gehen können, trotzdem noch einen guten Restkomfort haben. Also ich finde, da macht Ford das schon mitunter einer der besten, wo wir so einen guten Mix zwischen Komfortabilität und aber auch Sportlichkeit haben. Klar, der neue GT, das muss man ihm schon lassen, macht das auch gut mit dem riesen verstellbaren Fahrwerk. Da kann man auch eine große Spreizung erzielen zwischen Komfort und Sport. Das darf man ihm nicht wegdenken. Aber ich finde, den Focus, der hat da auch eine gute Spreizung. Dann geht es eigentlich auch schon um den Punkt, dass wir hier auf der Landstraße mal ein bisschen durchbeschleunigen mit uns. Wir können jetzt hier, das ist natürlich auf den ersten Blick, wenn man denkt, schade, weil wir hier jetzt über den Computer, sagt er. Der Herr sagt Computer, Infotainment-System, gehen müssten, um die Fahrmodi auswählen. Aber nein, ich kann ja hier einfach über das Lenkrad gehen. Mit der S-Taste bin ich sofort im Sportmodus, dadurch wird der Tacho auch dunkler und rot. Oder ich kann halt über die Mo-Taste gehen, das heißt, ich brauche diesen Computer, hätte ich fast schon wieder gesagt, gar nicht. Wir sind jetzt aber hier im Sportmodus, um einmal mit euch durchzubeschleunigen, ja. Der Motor ist warm, ich stehe hier an unserer bekannten Stelle und dann fangen wir hier mal an durchzubeschleunigen. Wir sind hier im zweiten Gang und jetzt sind wir auch schon bei 100, indem ich gerade in den dritten Gang geschalten habe. Es ging leicht bergauf, wir haben die Launch Control hier nicht genutzt, weil das Fahrzeug halt eben noch relativ neu ist. Da muss das nicht sein, aber ihr habt es, glaube ich, jetzt auch schon daran gesehen, ich gehe jetzt hier wieder in den normalen Modus, dass wir hier gut vorankommen. Ne? So. Und da muss man sagen, jetzt hatte ich kurz, ihr habt es gemerkt, einen Hänger, aber jetzt bin ich wieder voll bei euch. Und zwar zwischen den verschiedenen Fahrmodi merkt man natürlich auch was. Nicht nur die Gasannahme ist natürlich anders im Sport- und Rennstreckenmodus wie im Normalmodus, sondern auch die Lenkung ist anders und allgemein das Fahrverhalten. Man merkt es einfach an der kompletten Charakteristik, dass wir hier jetzt im Normalmodus sind und oder halt dann eben auch im Sportmodus, wenn man das dann möchte. Und man kann aber auch die Power und die Leistungsentfaltung im Normalmodus mal ausleben. Das geht auch mal, wenn wir jetzt über das Thema Überholen sprechen, muss man jetzt nicht extra zum Überholen in den Sportmodus. Also da hat er auch genug Leistung und Potenzial im Normalmodus, das geht. Aber wenn man natürlich jetzt das Maximum rausholen möchte und sagt, naja, heute habe ich einen schönen Tag, der Tank ist voll, weiter passt, es ist Sonntag, ich habe Zeit. Ich möchte jetzt den Focus ST, den ich mir jetzt hier gekauft habe, auch mal über die Serpentinen bügeln. Gerade hier im Schwarzwald, könnt ihr mal vorbeikommen, ja, Schwarzwald Hochstraße und so weiter, das geht schon.
dann kann man hier im Sport- oder Rennstreckenmodus sehr, sehr viel Spaß mit dem ST haben. Es geht knackig und direkt voran und dann haben wir auch noch ein bisschen Sound. Ja. Das heißt, wenn man hier quasi im Sport- oder Rennstreckenmodus ist und man hat eine gewisse Drehzahl und schaltet dann hoch oder schaltet hoch, ich muss mir das jetzt umgewöhnen, schaltet hoch, dann, ja, dann knallt er ein bisschen raus. Ihr wisst es ja, wir haben eine große Diskussion ein bisschen gehabt. Es ist auch sehr schwierig bei dem Thema Kompaktsportler, weil es, wie gesagt, sehr viele mittlerweile gibt. Und da einen Liebling auszuerkoren, ist sehr schwierig. Und der Focus ST, ihr wisst es aber, ist bei mir ja einer der Fahrzeuge, die da ganz vorne mitspielen. Wir sehen uns jetzt auf der Autobahn, erzählen euch da noch was über die Assistenz, die er mit sich bringt. Und dann sind wir leider auch schon wieder beim Fazit. So, dann sind wir auf der Autobahn, kann man unschwer erkennen, ne? Und wir haben jetzt den Tempomaten einfach mal auf 130 gesetzt und dann da vorne bewegt sich irgendwo ein LKW, werden wir uns das anschauen. Wenn jetzt der BMW dann mal noch ein bisschen Zahl zulegt, seht ihr, der Totwinkelassistent im Spiegel, der fängt jetzt gleich an zu leuchten. Jetzt leuchtet er so ungefähr eine Wagenlänge vorher, ja, aber natürlich noch völlig ausreichend, bevor wir rüberziehen würden, um dann quasi auch einen Unfall zu verhindern. Ich lasse jetzt mal kurz das Lenkrad los. Wir sind jetzt an der Mittellinie, er lenkt dagegen, ja, und lenkt dann wieder so ganz leicht dagegen, damit wir wieder mittig auf der Fahrbahn sind. Das heißt, wir pendeln nicht, aber er hat jetzt auch keinen so einen richtigen Spurhalteassistent. Kann aber auch daran liegen, weil wir, wie gesagt, den Staupiloten nur bekommen mit dem Automatikgetriebe, dass das hier noch nicht verfügbar ist. Er hat jetzt schön runtergebremst auf 100 km/h, wie der LKW hier fährt, schön smooth, nicht abrupt, so wie es sein sollte, auf den Abstand, den ich eingestellt habe. Wenn ich jetzt blinke, gibt er auch sofort Gas, ja? Das heißt, er wartet nicht erst, bis wir auf der Gegenspur sind, allerdings, bis wir auf der anderen Spur sind, nur leicht Gas und richtig Gas gibt er dann hier, erst auf der anderen Spur, aber immerhin gibt er schon mal Gas, das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Ja, und somit hat er alle Assistenten, die aktuell so verfügbar sind. Er würde auch, wenn wir jetzt hier keine Unbegrenztheit hätten und er würde jetzt in der Verkehrszeichen erkennen, könnte ich das hier auch übernehmen. Ja, also das ist auch möglich. Also der komplette Moderne an Assistenz ist auch beim neuen Focus hier möglich. Und wir haben hier eben alles mit dabei. Wie gesagt, nochmal zur Erinnerung, ich möchte es nur nochmal, dass es auch jeder weiß, mit dem Automatik noch mehr möglich, zum Beispiel eben der Stauassistent. Was ich ja immer hinzuzähle zu den Assistenten, ist das Thema Licht. Und in dem Fall ist auch hier natürlich die höchste Ausbaustufe derzeit möglich, nämlich LED Matrix haben wir ja hier serienmäßig beim STX und auch das ist einfach super. Was wir jetzt noch kurz machen, ist mal so ein bisschen höher von der Geschwindigkeit wandern. Ja. Da wird ja auch die Windgeräusche hört. Jetzt sind wir bei 160. Ist noch human. Ja. Wenn man jetzt allerdings natürlich schneller fährt, also wenn man jetzt mal so beim 180 oder 200er Bereich ist, 180 merkt man es dann schon eher, aber alles über 200 ist es dann natürlich schon etwas lauter und man muss dann vielleicht auch seine Stimme heben. Aber gut, Freunde, da sind wir dann auch über 200 km/h unterwegs. Alles, was hier drunter ist, ihr hört es ja selber, ist noch im Rahmen. Ja, das war unser Video natürlich schon wieder zum Facelift des neuen Focus. Speziell gesagt Focus ST. Im Prinzip kann man sagen, der Focus ist genauso gut geblieben, wie er schon immer war, jetzt in der neuesten Generation, nur halt noch ein bisschen besser an manchen Stellen. Wir haben jetzt LED-Matrix-Scheinwerfer, teilweise serienmäßig. Wir haben die aktuelle Assistenz, ja, in der neuesten Form. Wir haben jetzt keine Recaro-Sitze mehr, klar, aber dafür trotzdem sehr gute Sportsitze, wie ich finde, von Ford Performance, die ihre Sache auch gut machen. Wir haben das große Sync 4, was eine Bereicherung ist für den neuen Focus, finde ich sehr cool, auch modern einfach. Wir haben einen sehr schicken, modernen Innenraum, B&O-Anlage weiterhin, Panoramadach weiterhin. Also grundsätzlich wirklich ein schön gelungenes Facelift. Nicht alles ist am Ende perfekt beim Facelift. Wir haben weiterhin, was mich wirklich sehr stört, das Head-Up-Display. Und wir haben zwei Motorisierungen, auf die wir verzichten müssen, gerade jetzt auch beim ST, die Diesel-Variante. Da gibt es also, wenn man das so möchte, beim ST einfach keinen Diesel mehr. Generell beim Focus natürlich schon noch eine, aber zwei Diesel sind einfach weggefallen. Und es gibt weiterhin kein Plug-in-Hybrid und auch keinen reinen elektrischen. Das ist von mir aus, als Autotester war mir das schon von vornherein klar. Ich mochte es jetzt nur einmal noch sagen, für diejenigen, für die das vielleicht nicht klar war. Ansonsten, mega schickes Auto, gerade als ST, nicht in Schwarz, ja, sondern in einer aufregenderen Farbe. Grundsätzlich gutes Auto, wenn man jetzt noch das Head-Up-Display beim nächsten dann weglässt und vielleicht auch hinten noch LED-Blinker, dann
gibt es eigentlich gar nichts mehr auszusetzen. Was meint ihr zum Facelift des neuen Focus? Sagt ihr, jawohl, richtig gut geworden, innen wie außen? Oder sagt ihr, naja, ein paar Sachen fehlen mir noch, dann schreibt runter, was euch fehlt. Und dann sind wir eigentlich auch schon nur noch bei dem Thema Preis. Und zwar beim 37.650 geht es los beim ST, bei 20.090 beim normalen. Und maximal kann man derzeit bei 48.920 Euro beim ST landen. Vom Haus aus gibt es ja wie gesagt einen Rabatt, also landet man Höchstpreis bei 45.960 Euro. Das ist folgerichtig der STX, dann in der teuersten Farbe, das ist das Grün mit Panoramadach und allen Optionen. Unserer ist also weitaus günstiger, weil wir ja schwarz haben, kein Panoramadach. Ich würde allerdings das Panoramadach nehmen, aber damit ihr einen Eindruck bekommt, wo ihr landet, wenn ihr jetzt das Video geschaut habt, weil ihr einfach das Facelift sehen wolltet, aber ihr nehmt kein ST, dann würde ich sagen, landet ihr bei einem gut ausgestatteten, so bei 35.000 Maximum, vielleicht auch einfach günstiger. Schaut mal drunter, was ihr dazu sagt. Ist das ein fairer Preis, was Ford da anbietet für den neuen Focus, gerade im Vergleich zu Golf und Co.? Oder sagt ihr, naja, die haben schon ordentlich an der Preisschraube gedreht? Lasst uns wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über einen Kommentar oder ein Like freuen als Honorar. Ein Abo ist auch immer sehr gern gesehen bei uns, weil wir dann einfach weiter wachsen und euch immer mehr zeigen können, als wir das ohnehin schon tun. Dem neuen Focus, in dem Fall ST, und mir bleibt nichts anderes übrig, wie euch einen schönen Tag zu wünschen hier aus dem Schwarzwald. Und wir sehen uns ganz bestimmt beim neuen Auto.